Moin, liebe Modelleisenbahnfreunde! Ja, wir sind in der alten Werkstatt. Gerade noch. Wir sind beim Einräumen des Autos. Da ist das Holz schon drin. Hier wird unser Werkzeug gleich noch eingeladen. Ich glaube, das wird heute wieder so ein bisschen Muschel-Muschel-Tag, ja? Weil uns fällt natürlich immer noch irgendwas ein, was ja, sag mal, zu besorgen ist oder zu machen ist. Und ja, dann nehmen wir euch aber einfach mit. Und wir laden jetzt das Auto ein. Und wenn wir das Auto eingeladen haben, fahren wir erstmal wieder in verschiedene Baumärkte wahrscheinlich. Und Ja, werden nee, noch. der bringt das erstmal weg. Müssen wir erstmal leer Willst du machen. erst wegbringen? Ja, müssen wir. Ja, dann bringen wir das Tatsache erst weg. Der Chef hat gesagt, wir bringen weg, dann Ja, bringen ich wir habe weg. gesagt. Alles klar. Also, ihr bleibt schön dran und habt viel Spaß beim Video. Also, wir machen mal weiter. Da ist er. Manu, warum Ja. hängt der eigentlich immer gefilmt? Weil ich die Kamera habe. Doch, ich bin gerade nachher lang gelaufen, ne? Ja, wir sind mal wieder hier. Wir laden jetzt erstmal das Holz aus. Kruschi macht erstmal über Licht an. Das dauert ja eine Weile. Das war den Stromverbrauch. Ja, nee, also wir werden jetzt. Oh, jetzt war mein dicker Finger wieder vor. Wir laden jetzt das Holz aus. Ups. So. Was wir ja alles hinten drin haben. So, ein bisschen laut hier auf der Straße. Zack. Ja, das müssen wir jetzt alles eben ausladen. Das machen wir und dann melden wir uns nochmal. Ja. Da kommt der Kroschi mit dem Rest. Warum haben wir jetzt eigentlich den Staubsauger drin? Ist das nicht der vom Auto? Ja, weil wenn wir nachher schleifen hier fangen, das mag ja eine Küche. Wenn du nachher schleifst, okay, ich verstehe. Ja. Ja, so. Holz ist. Ja, film noch weiter. Ich film weiter. Ich bin voll drauf. Ja. Ja, Holz ist hier. Und müssen wir jetzt noch was ausräumen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen Werkzeug brauchen wir ja auch Ja, hier. das können wir ja nachher rausräumen, wenn wir dann anfangen zu bauen. Lass uns das erstmal da gerade richten, damit wir damit auch fahren können. Naja, Na, oh, lass mal die linke. Oh, wie das? die blaue Rolle und so hat aber drin. Gut, alles klar. Dann machen wir erstmal weiter. Und ich denke, wir sehen uns dann nicht hier, sondern beim Baumarkt. So, Kuschi hat seinen Gehwagen hier. Genau, meine Gehhilfe. Gehhilfe. So, wir sind dann mal im Baumarkt angekommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier keine Leute mitfilmen. Ja. Ein paar preiswerte Böcke haben wir uns mal geholt. Richtig preiswert. Richtig preiswert. Und so sehen sie aus. Aber gut, das sind so, das ist bloß für den Übergang. Wir wollen uns dann jetzt für die Werkstatt dann noch einen großen Tisch bauen. Wir haben noch Regale. Ja, das haben wir schon. Ja, nee, wir wollen uns dann noch einen großen Tisch bauen, tatsächlich, wo wir dann vernünftig drauf arbeiten können. Aber jetzt für den Übergang nehmen wir mal so ein paar Böcke einfach mit. Was hast du jetzt schon wieder gefunden? Ein langes Lineal? Meine Richtschalt mal wiederholen. Wo ist denn das? Nicht da. Das ist nicht da. Das ist toll. Meins auch nicht. Ich habe eigentlich auch eins. Was hast du denn gefunden? Für 30 Euro. Alter, das sind Preise. Das ist schon sportlich. Das ist schon sportlich. Aber wir haben ja. Das passt schon. Aber das ist ja was. Das ist ja auch so einfach liegen, da darfst du ja auch nicht anfassen. Nee, darfst du alles nicht anfassen. Ja, So. Weiter geht's, genau. Jetzt brauchen wir gleich. Lampe und Europols. Etta-Lampe brauchen wir. So, dann gehen wir mal zu den Lampen. RIP. Nee. Genau. So. Lampen, Lampen, Lampen. So. Ich drehe mal die Kamera. So. Habe ich meine Kamera immer gedreht. Lampen. Lampen, Lampen, Lampen. Hier sind Lampen. Ah, wir brauchen diese großen Lampen. Wir brauchen Neonröhre. So. Neonröhre. Hier, hier, ah, hier, ah, hier. So, dann wollen wir mal gucken. So eine doppelte wäre ja schau. Eine doppelte. Was? Nee, da fahren wir nochmal an einen anderen Baumarkt unseres Vertrauens ran. Weil die hier
haben wir letztens für 24 gekriegt und hier soll sie 40. Also die Unterschiede sind manchmal echt krass, ne? Die Unterschiede sind echt krass. So, aber jetzt haben wir mal die Euro-Kisten, dafür müssen wir aber die Kamera ausmachen, weil da vorne ist zu viel los, da filmen wir uns zu viel mit. Ich guck schon mehr auf die Uhr, er hat keine Zeit. Ich hab keine Zeit, genau. Genau. Wir machen mal weiter, holen noch die Euro-Kisten fix einmal und werden dann uns wieder melden. So, jetzt sind wir wieder drauf. Sind wir wieder im Auto, das war eine schnelle Nummer. Das war, Griff ins Klo. Hier gibt's nichts. Naja, nicht für alle, also nicht Preise, für 40 Euro. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Also, ganz ehrlich, so eine ganz normale. Frank ist am Meckern. Ja, nein, ich muss da mal meckern drüber, weil ich finde es echt eine Frechheit. Ja, also, wenn die jetzt so, sag ich mal, 30 gekostet hätte, dann wäre das alles okay. Also, es war original, also, weil eigentlich die gleiche Lampe, die wir schon gekauft haben. Ja. Ja. Und die hatte uns ohne Rabatt, stand sie dran damals für, ich glaube, 26 oder so. Und wir haben sie ja für 24 gekauft. Weil wir da unseren Rabatt haben. So. Jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass man, wenn du in einen anderen Baumarkt fährst, dass du da 40 Euro für genau dieselbe Mumpe bezahlst. Also, da frage ich mich auch manchmal, was da nicht ganz richtig läuft. Ja, das ist. Jetzt fahren wir erstmal zu Wirth. Genau. Ja, und dann gucken wir mal. Aber unsere Kisten haben auch nicht. Da können wir aber nicht richtig. Da können wir nicht filmen bei Wirth. Das ist immer ein bisschen schwierig. Weil da hat man immer gleich jemanden drauf dann und so, da wird es schwierig. Danach gucken wir, dass wir noch in den nächsten Baumarkt fahren. Weil genauso mit den Euro-Boxen, genau. Die wir ja immer sehr gerne benutzen. Hatten sie sonst auch gehabt, haben sie auch nicht mehr da. Also, schwer auf Lager, richtig. Also zumindest nicht die, wir brauchen jetzt so eine ganz klein, weil wir da so ein bisschen Kleinmaterial drin lagern wollen. Genau. Und ohne nicht da. Und guck mal, Deckel dazu, diese weißen Deckel, die wir haben sie auch nicht da. Haben sie auch nicht da, ja. Also war nichts. War nichts. Fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ja, ihr Lieben, wir sind in der Werkstatt wieder angekommen. Es waren noch ein paar Baumärkte gewesen. Er versteckt sich. Was hast du schön gemacht? Seife. Und Desinfektionstücher. Das läuft. Okay. Also wir waren tatsächlich noch in mehr Baumärkten gewesen. Da konnten wir aber schlecht filmen, weil war da ein bisschen Trubel gewesen. Und ich habe auch mit unsere Kamera im Auto gelassen. Aber alles ist nicht schlimm. Wir sind jetzt hier angekommen. Wir haben tatsächlich, ich zeige euch mal, einmal noch eine Lampe bekommen. Wir haben noch eine Lampe bekommen. Die bauen wir jetzt gleich an. Und 24,19. Oder was war die gewesen? Ja, genau. Also wirklich, der Baumarkt ist vom anderen Baumarkt 5-8 Kilometer entfernt im Endeffekt. Ja, genau. Also muss man nicht verstehen. Und ansonsten haben wir noch ein paar schicke Böcke uns geholt. Haben uns ja doch umentschieden, die gar nicht auch gerade im Angebot gewesen. Ein paar Metallböcke. Die sind deutlich wieder schon wieder. Und Froschi macht schon wieder flach. Ja, guck mal, und hier einen wunderschönen Wirtständer für unsere Rolle. Mülltüte und so? Das machen wir jetzt in Entwicklung. Also wir bauen den Ständer einmal fix auf. Wir bringen die Lampe noch an die Decke an. Genau. Und das lassen wir auch mal im Zeitraffer laufen. Ich muss mal gucken, wo ich die Kamera hinstelle. Am besten. Lassen wir auf jeden Fall die Kamera im Zeitraffer laufen. Also bleibt schön dran. Lampe ist dran. Ruhig halt auch, zeig mal deinen Teller, den du geholt hast. Also immer hat er lange her. Wiss ich nicht. Ne, das war eben schon zack, zack, ganz schnell. Aber was mit Rolle dran? Ja klar, Zugfeder. Mit Rolle dran. Ja. Und der Streitwagen. Genau. Stellen wir uns mal hier hinten rum. Und dann geht das los. Nein, tatsächlich das zusammengebaut, Lampen dran. Wir machen jetzt nebenbei bloß einmal ganz kurz Bestellung fertig. Den Schrank oder so? Den können wir ja den können wir erst machen. Dann machen wir Bestellung fertig und dann würden wir. Gucken.
Ich glaube, dann würde ich den Zeitraffer erst wieder anmachen, weil da muss ich jetzt die Kamera auch mitnehmen. Genau, wir machen kurz die Bestellung fertig und dann machen wir Zeitraffer wieder an oder ein Video mal gucken, wie spät es da ist, weil wir wollen noch anfangen mit dem Holz. Also schön dranbleiben! Jo, so. Ihr seht, der Tisch ist sehr, sehr hoch. Ja, das hat einen Grund, warum der so hoch ist. Und zwar soll der so hoch sein, dass der Kunde den nachher komplett verschieben kann und hier das Fensterbrett noch unterpasst, weil das so ein bisschen rausstehend ist bei ihm. Und deswegen ist der Tisch so hoch und nachher auch nur eine Ebene. Das Brett, das muss hier noch rein. Da habe ich mich aber tatsächlich vertan um 20 cm tatsächlich. Habe ich mich vertan. Da habe ich in meine Zeichnung was falsch reingeschrieben. Ist aber nicht so schlimm. Ab ist besser als ran. Das schneiden wir dann noch ab. Das kommt dann nachher noch hier sozusagen hier so zwischen. Genau, dann kommt die Platte über. Weil hier nachher ist das Loch sozusagen drinne. Ja, ansonsten rollt schön, ne? Stabil ist er, also wie ihr habt. Hier Besonderheit tatsächlich sind alles Flügelmuttern, ne? Oh, ich sollte sie vielleicht nicht locker drehen. Hier ist die Besonderheit, hier wird alles in Flügelmuttern gemacht, ja? Das ist der Kundenwunsch, machen wir ja sonst nicht. Wir benutzen ja eigentlich nicht die Flügelmuttern, weil die sind, sind nachher teurer, auch muss man sagen. Ein paar Cent ist untertrieben, ne? Bestimmt fast ein Euro. Du hast halt die Möglichkeit, du kannst halt immer noch auseinandernehmen. Genau. Machen wir sonst nicht, wir drehen sonst mit ganz normalen Muttern fest, was ja auch ausreicht, weil der Tisch, der ist ja nicht so, als wenn der Tisch ständig irgendwo hin muss. Ja? Genau. Aber der Einfachheit halber muss man sagen, es ist natürlich eine werkzeuglose Montage. Ja? Also das ist eine werkzeuglose Montage. Das war jetzt der kleinste Tisch. Nicht ganz. Dann noch ein 16. Ach schon, es gibt noch einen kleineren. Ja, wir haben tatsächlich gedacht, wir können uns hier ganz schön entspannt auf dem Boden aufbauen, weil wir ja jung, fit und agil sind. Aber es ist doch nicht so einfach. Wir werden uns definitiv hier einen Tisch bauen. Ja. Das haben wir jetzt aber, wie gesagt, nicht geschafft und wir wollten hier auch vorankommen. Ja, ich würde sagen, einen Tisch machen wir auf jeden Fall noch. Ne? Wir machen noch einen 1,18, die 2 machen wir jetzt. Mit den großen machen? Ja, die 2 machen den fertig und dann passt das. Ja, also meine Lieben, bleibt schön dran. Wir werden mal weitermachen und den Zeitraffer wieder anmachen. Ja, mein Lieben, Zeitraffer haben wir unterbrochen. Wir haben jetzt schon 2 Tische. Auch hier sind zwar nur 4 Füße dran, aber wie man sieht, ist das extrem stabil. Ja, vor allem, wenn es nachher miteinander verbunden ist, kriegt es ja in sich noch eine Stabilität. Wie gesagt, das wird hier noch dann nachher zusammengefügt, alles, ne? Und dann passt das. Ja, gut aus. Jo, das ist jetzt ein 1,18 Modul.
Jetzt kommt sozusagen dann nochmal ein 1,80er ran. Da wird es schon ein bisschen. Dann noch ein 60er. Also ich glaube 5 Meter. 5 Meter sind das. Ja, die Meter. Genau, dann noch ein kleines Stück weit hier ausmachen. Also bestimmt nochmal. Also wir. Das wird bestimmt bis nachher hier hinten gehen. Die ganze Geschichte. Und hier außen kommt noch ein anderes Teil ran. Ein 1,40x80, glaube ich. Spaß gewesen. Guck mal auf den Plan. Guck mal auf den Plan, genau. Ja, 1,40. Jo. Wie gesagt, alles fest, alles stabil. Wie gesagt, der Kunde selber kriegt das komplette Untergestell mit Deckplatten, und Moosgummi. Und seine Gleise legt da alleine. Moosgummi kommt aber nur im nicht sichtbaren Bereich. Das ist eigentlich ein relativ simpler Gleisplan, wenn wir das jetzt mal so sehen. Das ist hinten sozusagen Schattenbahnhof. Ist eigentlich ein Kreis, ein Doppelkreis, geht rum. Hier in dem Bahnhofsbereich und nachher hier an der Stelle, was dann da hinten noch ankommt, da ist er sich noch nicht sicher, das hat er sich offen gelassen. Und hinten, wie gesagt, der ganze Schattenbahnhofsbereich und auch was so draußen rumgeht, ist nachher Moosgummi, nur der sichtbare Bereich, da legt er sich dann selber irgendwie Beton irgendwie, glaube ich. Mhm. Was er da genau machen will, weiß ich nicht, er möchte auf jeden Fall einen Moosgummi im Schattenbahnhofbereich haben. Mhm. Die Füße seht ihr, die sind alle versetzt. Das hat zwei Gründe. Grund Nummer 1 ist, wenn man die jetzt genau nebeneinander setzen würde, würden sich die Füße blockieren. Und Grund Nummer 2 ist tatsächlich die Fensterbanke. Der reinragt, ja, die ragt ja nachher rein und dass er noch hin und her schieben kann, deswegen sitzen die Füße ein bisschen ja, speziell. Und hier beim nächsten Modul, weil hier würde es ja jetzt kippeln. Ne? Wenn man mal schaut, hier würde es jetzt kippeln. Ja? An der Stelle, das liegt daran, dass hier vorne hier kippelt. Das hört aber nachher gleich wieder auf, wenn die Tische verbunden sind, ist hier nachher wieder ein Fuß. Genau. Das ist da nachher wieder ein Fuß, deswegen kippelt das nachher nicht und das ist nachher in sich komplett fest und stabil. Wie gesagt, das wird jetzt hier nur so zusammengefügt alles. Die Schrauben hier sind schön bündig. Hier hoch, perfekt. Das fügen wir nachher zusammen, zwingen das nachher zusammen alles und kommen auch Schrauben durch. Da sind wir wahrscheinlich 1, 2, 3, 4. 5, 6 machen. Denke ich. Mal gucken. Schauen wir mal, wie es nachher am besten sich auch zusammenzieht. Ja, meine Lieben, das sollte aber für heute gewesen sein. Kuschi, komm mal rüber, sonst sieht man dich ja nicht. Man sieht mich nicht. Oh, man sieht was, die Kamera ja. Ja, genau. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ja? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Teilt tut nicht weh. Abonnieren ist wie immer kostenlos. Kommentare sind immer schön. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.